Jo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario Galaxy. Oh, und Todd hat, glaube ich, mal wieder ein paar Ups für uns. Jo, die 5 nehmen wir natürlich gerne mit. Und dann ist hier draußen noch ein Luma. Und wir haben 459, also mehr als genug. Das war's, das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandelung! Jo, und eine neue Galaxie wurde geboren. Da wollen wir doch direkt mal hinfliegen. Es ist die Keksfabrik-Galaxie mit dem Level Mampf den süßen Kuchen. Oh, stimmt, an das Level erinnere ich mich. So, und wir wollen natürlich hier nicht in die Löcher reinstampfen. Ich glaube, ja, wenn wir springen, sind wir einen Tick schneller. Aber haben natürlich auch mehr Gefahren, runterzufallen. So, jetzt geht's von links nach rechts und von rechts nach links. Und wir dürfen hier nicht an ihn rankommen. Aber das ist auch machbar. Hier geht's weiter. Hier kann man nicht so wirklich sehen. Uiuiui, ich wäre fast runtergefallen. Wo man hin muss. Das Ab da vorne ist mir ziemlich egal eigentlich. Aber wir müssen es hier einsammeln, damit wir weiterkommen. Ah, macht doch alles hier. Wahrscheinlich. So. Aber ich glaube, wir schaffen es. Jawohl. Hier aber auf jeden Fall der kniffligste Part. Weil hier müssen wir auch springen. Och, und was mache ich denn? Aber ich lebe noch. Oh mein Gott. So, hier schnell rüber. Jawohl. Nein, nein, nein. Oh. Den letzten Sprung, den man verkacken kann. Ah, wir müssen aber nicht alles nochmal machen, sondern dürfen wenigstens hier wieder starten. Aber wie gesagt, der Part hier eigentlich gar kein Problem. So, aber das schaffen wir hier jetzt auch. So, schnell rüber hier. Jawohl. Über die Laser. So, und jetzt nicht noch irgendwo reinfallen. Ja. Und perfekt. Sterne halten. Die Chaoten des Weltraums, die Schabernack-Kometen, sind aufgetaucht. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien in gänzlich andere Welten. Wenn du mehr wissen möchtest über die Schabernack-Kometen, frag den Luma dort drüben. Jo, hier auf der Karte können wir jetzt immer sehen, wo die Kometen sind. Ja, hier ist die Karte. Und da sehen wir auch gleich einen roten Schabernack-Kometen auf dem Eierplaneten auf der Terrasse. Und da gehen wir mal direkt hin. Da ist er, Anflug auf roter Komet. Warnung. Zeitangriff, Dino Piranha. Zeitangriff immer so ein Level, was komischerweise auf Zeit ist. Mal gucken, wie viel Zeit wir dafür haben. Wir haben genau 4 Minuten. Alles klar. Das kriegen wir doch hin, oder? Ich sag, ich schaff's in 3. So, wir müssen hier wieder hoch. So, mit ihm reden. Ach so, wenn wir mit denen reden, wird die Zeit angehalten. Auch gut zu wissen. Hier jetzt schnell die Sternteile finden. Möglichst nicht gegen die Kettenhunde laufen. So, 2, 3. Oh, wo ist denn der. Da oben ist der letzte, aber wo ist der vierte? Ach, hier unten. Ich bin ein Trottel. So, komm, hopp. Ach, und wir müssen auch ganz auf die andere Seite. Das war dann ziemlich dumm von mir. Aber ich glaube, wir haben mehr als genug Zeit. So, was müssen wir hier nochmal machen? Ach, auf ihn raufspringen, ne? Jawohl. So, schnell rüber. Hier hochlaufen. Komm, komm, komm. Och Mann, was bin ich denn, ein Trottel? So. Ey, was mache ich hier? Ich bin dumm. So, perfekt. Weiß nicht, immer bei so Zeitleveln, dann fange ich an zu paniken. Obwohl wir, wie gesagt, mehr als genug Zeit haben. Und ich glaube, hier kamen wir dann direkt zum Boss, meine ich. Ja, und haben noch 2 Minuten Zeit. Das schaffen wir doch easy, oder? So, aber mal gucken, ob wir auch das Ganze in 3 Minuten schaffen. Ich werde mein Bestes geben. Komm. So, rumlaufen und zack, erster Treffer. Und jetzt wissen wir ja noch, wir brauchen noch 2 Treffer. Das ist der erste. Und. Ah, fuck. Vielleicht soll ich mir auch nochmal ein Leben holen. Oder wir gehen direkt hier hin. Ich bin dumm. Ja, dann machen wir das Ganze normal. Wow. Und diesmal schaffe ich es auch definitiv in 3 Minuten. Jedes Mal vergesse ich die hier. Ich sehe die aber auch am Anfang nie. Einmal hier rum und sind tatsächlich einen Tick schneller als beim letzten Mal. Und schaffen es hoffentlich auch mal diesmal, ihn zu besiegen. So. Bam. Jetzt bloß nicht dumm anrempeln lassen. Sehr schön. Komm schon. Hey. Jawohl. Und einen Treffer brauchen wir noch. Da ist er. Aber peinlich, dass wir dafür 2 Versuche gebraucht haben. Oh Mann.
So, hier ist auch kein weiterer Kometenalarm. Das heißt, wir müssen wohl wieder zurück ins Badezimmer. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und hau dir rein.